Das Bild habe ich bekommen von Armin Neumann. Ich finde einfach mal ein gute Laune-Bild zum Start dieses zweiten Teils. Und ja, Armin hat das Bild Anfang Februar in Schwäbisch Gmünd beim Guggen Musikfestival hat das gemacht und ist mit einer Leica TL gemacht mit einem Summicron 35mm ASPH 2. Und ja, er hat wohl auch noch eine Leica M6 und hat also somit halt, ja, finde ich, ein schönes Bild und schreibt auch, ja, bleibt gesund. Liebe Grüße, euer Armin. Ein Bild, was mich erreicht hat von Frank Ochot aus Baden-Württemberg. Und das ist ein Foto, was er in St. Petersburg geschossen hat, in der Kasana-Kathedrale. Und er schreibt dazu, was für ein bewegender Moment, zwei Frauen in stiller Andacht und Gedanken an ihre Hinterbliebenen. Und wünscht uns allen ein schönes Wochenende, schöne Woche. Und schönes Bild von Frank, wie ich finde, was er mir da eingesendet hat. Ja, diese schöne Naturaufnahme ist von Gunnar Witt. Und ja, Gunnar ist auch bei Instagram zu finden, das sieht er ja. Und er hat das Bild mit der ERX 100 gemacht, beim Wasserfall Teufelsmühlen in der Rhön. Er hat sich die Kamera im Sommer 2019 zugelegt und ja, und beschäftigt sich seitdem mit Fotografie, ISO-Blende und so weiter. Und das war wohl an einem Januartag, neblig, eklig draußen und wohl auch absolut neblig und sogar mit Schneeregen, und hat sich gelohnt, dahin zu gehen. Er schreibt dann auch, der Schneeregen wurde immer stärker und als ich wieder zum Auto gekommen war, war ich klitschnass, aber habe mich gefreut, dass ich die Fotos gemacht habe. Das waren meine ersten Versuche mit Langzeitbelichtung bei der ERX 100. Mir persönlich gefällt das Bild sehr, da ich ja die Hintergründe von der Entstehung kenne. Es hängt auch bei mir an der Wand auf Alu die Bond in 90x60. Und ja, finde ich toll, und das macht es ja auch aus, wenn man dann mit sowas zurückgeht und sich das vielleicht noch bewahrt. Thema Fotobücher, Ausdrucken haben wir ja schon gehabt. Und finde auch gut, der schreibt, fotografieren macht mir einfach Spaß und bringt mich auf andere Gedanken. Und das soll ja auch die ganze Aktion hier sein. Also vielen, vielen Dank, Gunnar. Ja, ein Bild von Jörg Jansen aus Emden. Ja, eine meiner Lieblingsecken da oben, Jörg. Vielen, vielen Dank und Grüße hoch an die See. Hat er mit einer A6000 gemacht, mit einem adaptierten Canon FD 28mm. Und hat da wirklich einen tollen Text zu diesem Bild mit seinem Hund, seinem besten Freund Finn, geschrieben. Und schrieb auch, dass der Hund sehr genau spürt, dass es etwas anders ist als sonst. Weniger Menschen draußen und eben auch weniger Hunde, mit denen er noch vor Wochen toben konnte. Die Welt ist eine andere geworden. Gerade nun müssen wir alle zusammenhalten und uns disziplinieren. Und er arbeitet in einer Einrichtung für psychisch Kranke und wir suchen eigentlich Menschen zu Hause, was momentan natürlich nicht möglich ist. Und muss halt, oder vieles muss halt jetzt telefonisch, ja, abgewickelt werden. Er hat auch Sorgen, seine Eltern sind beide Mitte 70 und zählen zu dem Personenkreis der besonders Gefährdeten. Und ja, also ich finde schon ein nachdenkenswertes Bild, eine tolle Schwarz-Weiß-Aufnahme von seinem Hund. Und ja, wünscht uns halt auch alles Gute. Und Jörg, tolles Bild und vielen, vielen Dank für deine Einsendung. Ja, ein Bild von Markus Dieser. Ein sehr beeindruckendes Bild, wie ich persönlich finde. Also ich habe das ja auch beim Mailöffnen hier ganz, ganz groß gehabt. Und er schreibt halt, hallo Mike, das Bild ist mit dem Original Howard Express, in Klammern Harry Potter, und ist eine sehr eindrückliche Schottland-Rundreise entstanden. Erst starker Regen, warten auf den Zug und dann die Sonne kommt zur Belohnung zurück. Das Bild ist eins einer Bildreihe, die ich im Vorbeifahren des Zuges aufgenommen hatte. Ja, und er schreibt auch, meine Bilder, in Klammern noch wenige, kann man bei Instagram und dem Hobbyfotografenforum bei MeWe sehen. Ob letzteres frei zugänglich ist, weiß er nicht, habe ich nie gehört.
Und vielleicht schaut er mal bei ihm vorbei, wie gesagt, auch bei Instagram zu finden. Und klasse Aufnahme. Und ja, wer mag nicht Harry Potter? Und das Foto hätte ich auch gern geschossen, bin ich ganz ehrlich.